Das hat leider 140 Euro lang gedauert. Das darf auch gerne mal dauern. Wir sind mit dieser Frühstücksschüssel Auto gefahren. Ey, Turbobox ist ja so 90er, arme Leute. Kannst du gleich eigentlich mal deine Badeschlappen damit reinnehmen? Stehen noch schon länger. Bleiben noch stehen. Schicker Hoodie. Ja, ne? Ich könnte noch einen gebrauchen. Ja, dann lass mal hochgehen. Was? 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 Jeder hat dieses eine Talent. Mit diesem Wasserzapfen. Was ja, eigentlich? Ja, das so suche ich noch. Aber ich könnte ja auch gleich mal Wasser zapfen. Wir haben ja das gleiche Talent. Vielleicht kannst du gut schütteln. Ja, ergänz uns. Ganz. Was hast du denn heute für uns? Oh nein, hier in die Folterkammer. Hemmsteigen, Bruder. Ich weiß, du hast es noch nie gemacht. Aber nachdem du das letzte Mal ja. So. Nachdem ich das letzte Mal endlich einen Meter Hanson-Walk erfolgreich absolviert habe, wird es auf jeden Fall Zeit für die Rampe. Das war so schlecht nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass zumindest mal gefühlt hat. Das ist so Leute, die sich nach der ersten CrossFit-Class direkt erstmal Lifter holen, weil sie sagen, ja, muss jetzt sein. Lifter holen und schon mal die Quali von German Flow. Und schon mal einen Gürtel. Damit ich weiß, wo ich stehe. Ich beuge jetzt 30 Kilo, es wird Zeit für einen Gürtel. Ja. Was soll passieren, ey? Das Schlimmste ist, dass du es eine Stunde lang nicht schaffst. Was soll passieren? Ja. Nächste Szene beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt. So, hier, teilweise solche Spinnen drin. Denkst du, ich übertreibe, ne? Tue ich auch, aber. Wie ist denn jetzt der Plan hier? Ist einfach rüberlaufen oder gibt es da irgendwie einen. Wir üben, ja, wir üben einfach. Einfach, hat er gesagt. Wir üben einfach Handstand Walk an sich und machen dich einfach ein bisschen sicherer. Ich habe halt Rest. Ich habe euch Ton mit. Das heißt, wir ein paar Mal laufen dran vorbei und dann, ey, failen. Eine Menge failen. Sehr schön. Ja, eine Menge. Also ich kann auch sein, dass keiner von uns heute diese Rampe rüberkommt. Kann auch sein, dass nur einer die Rampe rüberkommt. Aber Alter, man muss immer einmal mehr aufhören, als man hingefallen ist. Ich möchte eine Sache zu diesem Hoodie noch mal kurz sagen. Ja, ja. So, Freunde, Schakel hat ihn an, die Mutter aller Hoodies, würde ich mal sagen. Ich bin die Mutter aller Hoodies. Und das Ding könnt ihr jetzt vorbestellen bei uns im Shop drinne. Das Ding kostet uns auch in der Produktion heftig Hipster Money. Deswegen machen wir es per Vorbestellung. Das heißt, wenn ihr jetzt bestellt, die Vorbestellung ist eine Woche offen, dann haltet ihr das Ding so roughly Anfang November in den Händen. Also ich würde euch empfehlen, slidet rein in unseren Shop, gönnt euch dieses feine Teil. Der war jetzt, weiß ich nicht, 2 Jahre ausverkauft und kommt danach auch so schnell wieder. Also hurry up. Wie bitte? Curry up. Curry up. So, lauf mal rüber über das Ding. Wäre du kalt? Klar. Bist du erlegt? Ich bin aber auch da. Ah. Sexy Boy. Ach, die Scheißkammer. Ich hab auf! Ha, ha. Wenn du in die richtige Richtung rollst. Das schaff ich ganz ab. Jawohl. Da war ein Knick. Da war auch ein Knick. Jetzt liegt die Kamera nicht. Ein noch. Einer heute noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein noch. Ein hat er noch. Ja.
Geil. Jawohl. Auch runter? Ich hab Regeln, Standards. Hier sind andere Standards. Boah, aber ich hab meine Hürde in der Nase. Eine Stufe, dann ist gut. Ich hab so viel Hirn in der Nase jetzt. Aber es war No-Rap, du bist vor der Linie, hinter der Linie, meine ich, gestartet. Ja, also ich bin also durch, mach du ruhig weiter. Ich führe noch. Ich kann es jetzt. Da passt man einmal nicht auf und Schagel ist nackt. Das ist halt. Siehst du es? Wir wollen Werbung für einen Hoodie machen. Es geht nicht nackt. Alles gut, hat keiner gesehen, schneide ich raus. Schagel, wo ich hier gerade French Throwdown lese. Ja. Die nächste Competition steht voraussichtlich an. Ja, die nächste ist erstmal German, die ist fix. Ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will auf El Spectacularo hinaus, wenn das ein Wort ist. Ich glaube nicht. Wenn wir das wirklich draus machen? Miami, meinst du? Ja, Mann. Ja, das sieht ganz gut aus, ne? Der Schagel hat sich als Stand jetzt, wie vielter Platz? Fünfter für Wodapalooza qualifiziert. Mhm. Und Leute, ihr müsst mal ahnen, 10 qualifizieren sich, ne? Ja. Und da versucht's die ganze Welt. Also das ist schon wirklich tough und tight. Als Beispiel, ich wusste es nicht, Wally hat mir das geschrieben. Man sieht auch hinter dir, dieser Jason Gubbs. Ja, man hört ja, der kann auch CrossFit. Und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Jason Gubbs? Gubbs. Ein Typ. Wer das mal googelt, hat einfach 5-mal die Games gewonnen. Heftig. Ich so zu Wally, ich kenne ihn nicht, aber Wallah, ich schwöre, der kennt mich. Wer ist das? Was ist das überhaupt für eine Fahne? Was Bud? Selber. Also, wenn alles gut läuft, Miami 2.0 2024. Okay. Ich habe richtig Bock. Also, ich bin zurückhaltend, weil die müssen Videos noch submissen, hast du nicht gesehen. Wie gesagt, weil die immer so abwarten. Ich warte auf die Mail. Wenn die da ist, dann freue ich mich. Aber geguckt, was Flüge, Business gerade zu kosten, habe ich natürlich trotzdem schon. Also Leute, same procedure, geile Hütte, geiler Max und dann Content ballern. Das machen wir nochmal, ich wüsste nicht wie, nochmal geiler als letztes Mal. Cabrio. Wir brauchen ein Cabrio. Stimmt. Aber ein SUV-Cabrio. Und ganz wichtig, das habe ich mir letztes Mal vorgenommen, wir nehmen so Jutesäcke mit, damit wir nicht diese 1000 Plastiktüten zum Einkaufen brauchen. Ja. Wir machen alles neu. Die drücken einem trotzdem Plastiktüte aufs Auge. Ja, wahrscheinlich. Mach dir nichts vor. Wir revolutionieren. Die packen dann die Plastiktüte in dein YouTube-Body. Ja, Mann, ist geil. Ich hab richtig Bock. Das wird geil. So, das heißt, wir planen jetzt die ganze Chose. Gucken mal, welche Marken uns links und rechts vielleicht auch supporten können. Und dann machen wir mal einen richtig nicen Trip im Januar nach Miami und nehmen euch mit. Wenn du es noch ein bisschen höher hältst, das ist genau in der Sonne. So geht's noch. So blendet es nur ein bisschen. Wird geil. Ich schwöre, scheiß auf CrossFit, scheiß auf mein Ergebnis. Die Jungs werden da schon geile Videos rausziehen. Freut euch auf derben Content. Aber nicht zu früh. Boah, jetzt wieder viel zu früh. Videos werden noch gesichtet. Ja, warte, warte mal, kann noch einiges passieren. Einer zum Beispiel, Frank, der auch beim French Zweiter war, der war 16. Und ist jetzt auf einmal 10. Oh, und 10. wäre nicht schlecht. Aber du siehst ja, und irgendwer wird ja auf dem 10. gewesen sein. Und jetzt, die sichten da ziemlich. Trotzdem, habe ich keinen Bock drauf. Also ja, aber wir sind geduldig. Miami ist noch lange hin, freut euch nicht zu früh. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, und meinst du, mein Handstand-Walk bis dahin fliege ich über die Rampe, oder? Das glaube ich nicht. Ist ja schon im Januar. Aber geflogen bist du eben auch. Ja, stimmt. In die richtige Richtung sogar, aber ohne Hände.